willkommen wieder hier bei die Aktaren Gabota. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Was machen wir heute? Worum geht es heute? Wie immer was ganz anderes, ja. Seid ihr schon von mir gewöhnt. Heute geht es darum, dass ich eine andere Hexe kennengelernt habe. Und sie hat auch einen YouTube-Channel. Deswegen, wir haben dann über YouTube, also sie hat mich über YouTube gefunden. Und dann haben wir über Facebook miteinander gelabert. Und dann hat sie mich um einen Gefallen gebeten, da ich immer gerne helfe oder auch gerne mal einfach, ja, einfach, weil ich dachte, warum nicht, ja, dachte ich einfach, ja, mache ich. Und ihr Gefallen war, dass sie kleine, ich nenne es jetzt mal kleine Päckchen macht, von Hexensachen, Hexentum und hat mich gefragt, ob ich eins von ihr vorstellen könnte auf meinem Channel. Dachte ich mir einfach, warum nicht, frisst ja kein Brot. Sie hat mir dann auch eine Box zukommen lassen. Und die öffnen wir jetzt mal gemeinsam. Dafür ziehe ich euch ein bisschen näher zu mir rüber, dass ihr die Kiste auch gut seht. Und zwar... So sollte es doch gehen, oder? Sieht man das? Auf der Kamera ist es hinterher eh immer ein bisschen größer. Also das sieht aus wie ein bisschen Mirrorman mit meinen Haaren. So, also... Ich hoffe, man kann das gut sehen. Auf der Kamera sieht es mal ganz gut aus. Also das hier ist sie. So sieht das Päckchen aus, als ich es bekommen habe. Also es war natürlich noch ringsherum verpackt mit Papier, Packpapier. Und auf jeden Fall, Witchy-Matchy-Box nennt sie ihre Hexenkisten, sage ich es mal. Und wir öffnen die jetzt einfach mal und schielen rein. So, also. Da hätten wir einmal ihre Visitenkarte, hat sie rein. Eine Broschüre, wo alles weitere drin steht. Ja, also ihr seht, hier steht dann wahrscheinlich Beschreibung und so drin von den Utensilien, die in dem Päckchen vorzufinden sind. Dann natürlich eben die Daten, wie es bei einem Fly übrig ist. Und es ist die Witchy Magic Box Hashtag 01 im Mai. Also ich glaube, es ist auch eine ihrer ersten Kisten, die sie macht überhaupt. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Und dann gucken wir mal weiter, was in so einer Kiste alles drin ist. So. Okay, das sehe ich schon. Also zum einen, was nehmen wir zuerst? Nehmen wir mal hier. Das sind zwei Räucherkegel sind drin. Ja. Ich versuche das nicht allzu nah, weil meine Kamera eh beschissen fokussiert. Deswegen hoffe ich, dass man das sieht. Zwei Räucherkegel. Es steht jetzt nicht drauf, wonach sie riechen. Vielleicht steht es hier drin. Räucherkegel und Halterung. Ah, das sind Sandelholz. Okay, steht drin. Sandelholz-Räucherkegel, zwei Stück. Dann gehen wir mal hier hin. Ah, okay. Das ist, denke ich, ja, das ist ein, der Kegelhalter. Ich nehme an, den hat sie, also den wird sie selbst gemacht haben. Sie hat auch ihren Namen hinten drauf geschrieben. Das ist, also falls ihr keine Kegel benutzt, die stellt man dann so rein wie Räucherstäbchen und zündet die dann an und das ist ein Halter dafür. Material, würde ich sagen, könnte auch Fimo sein. Ich guck mal. Ja, die Sachen, also das hier ist aus Ton, genauso wie die Elementsteine, die drin sein müssten, steht in der Broschüre. Ich glaube, das sind die hier. Ah ja, okay. Dann hat sie hier noch ebenfalls aus Ton kleine Elementsteine gemacht und hinten drauf sehe ich, hat sie auch ihren Namen überall vermerkt. Das. Dann hat sie, schauen wir mal weiter, eine weiße Kerze. Weiße Kerze mit Pentagramm ist drin, eine Stumpenkerze. Dann schauen wir mal weiter hier einen Bergkristall. Sehr, also der gefällt mir gut an ihm, er ist schön klar, die meisten sind als bisschen milchig, der ist wirklich schön klar, finde ich ganz nice. Dann schauen wir mal weiter hier. Ah, okay. Das ist Salbungsöl für Kerzen. Basisöl, Sonnenblumenöl, verschiedene Kräuter. So sieht es aus. Und das sind 20 Milliliter. Dann gehen wir mal an das Große. Das ist Reinigungsbadesalz mit Kräutern, 150 Milliliter körperliche und geistige Reinigung als Vorbereitung auf das Ritual.
Können wir auch mal aufmachen. Okay, ich rieche schon, es ist Lavendel drin. Ja, also sieht man auch, aber für jene, die jetzt nicht unbedingt wissen, wie getrockneter Lavendel, aber man riecht, es ist Lavendelsalz, Lavendelbadesalz. Dann eine magische Creme mit Kamille, hautberuhigende Pflege mit natürlicher Kamille, 15 ml. Machen wir auch mal auf, dass wir reinklotzen können. So. Dann müsste ich soweit alles haben. Dann hat sie hier noch eine totes Meermaske von Valea. Ich glaube, kennt jeder. Ich glaube, das war es dann schon ziemlich. Ja, das müsste es gewesen sein. So, dann tun wir mal die Verpackung weg. So, also gehen wir mal zu den Produkten über. Okay. Also, wie was ihr natürlich davon haltet, überlasse ich euch. Ja, ich bin auf eure Kommentare gespannt, auf eure Meinung, wie ihr das Ganze findet, wie ihr das Konzept findet. Meine persönliche Meinung ist, ich finde die Idee an sich ganz gut. Ich komme mal wieder hoch. Ach, scheiße. So. Also, ich finde die Idee an sich ganz gut, muss ich sagen, mit den Päckchen. Ich war damals in der Gruppe, wo wir uns auch gegenseitig Päckchen geschickt haben. Also wir haben das nicht bezahlt, ja, also wir haben, das war einfach so, das ging reihum und jeder hat dann immer was rausgenommen, hat wieder was reingelegt und das der nächsten Hexe geschickt. Also das war so Päckler schicken, ja, aber wir haben eigentlich, jeder hat immer nur das Porto bezahlt und mehr nicht, ja, und das haben wir dann halt, jeder hat Sachen reingelegt, wieder rausgenommen, so haben wir das gemacht, ja. Das fand ich eigentlich auch ganz witzig und es war halt immer schön zu sehen, was Interessantes wieder in den Päckchen drin ist, weil man es wusste vorher nicht, die Päckchen hatten alle Themen. Und dann haben wir uns das halt da, je nach Thema hat dann jeder was reingetan, ja. Fand ich eigentlich ganz cool damals, muss ich sagen. Und auf jeden Fall, Sandra hat das jetzt halb so ähnlich gemacht, nur halb, sie dachte sich das halb so, wie sie es mir erzählt hat, dass sie das so als Abo machen möchte, also dass jeden Monat ein Päckchen kommt. Und wenn ihr dieses Paket, also das abonniert, dann kriegt ihr jeden Monat ein Paket. Preise und weiteres tue ich euch in die Infobox verlinken, auch wo ihr Sandra findet. Da könnt ihr dann gerne gucken, wenn ihr das möchtet. Und zu den Produkten selber, ich hätte mir, also ich persönlich muss sagen, also ich jetzt, da sie ja mir das Paket geschickt haben, ich jetzt quasi an der Stelle des Endverbrauchers wäre, hätte ich mir gewünscht, so als kleine Kritikpunkte, dass die Öle hier zum Beispiel gefiltert wären, also dass das Kerzenöl gefiltert wäre, dass man es leichter auf die Kerze kriegt, dass die Kräuter halt nicht so überall rumstreuen, dass die so kleben bleiben oder so die Krümel, ja, von denen, also ihr wisst, wie ich meine, ja, dass die Kräuterfetzen da nicht überall rumhängen, deswegen wäre gefiltertes Öl eher mein Ding gewesen, also eher praktischer gewesen, vor allem auch für Anfängerhexen, also Junghexen, Jungmagier, die sich da vielleicht dann unnötig mit rumärgern könnten. Ich will jetzt hier nicht zu Krümel scheißen, ja, aber das wäre halt etwas, wo Sandra, wenn du das siehst, vielleicht kannst du darauf ein bisschen eingehen, dass du vielleicht die Öle filterst, ja. Zum Beispiel, wenn du das möchtest. Ist jetzt nur meine persönliche Meinung, so. Bei den Elementsteinen, die ja auch aus Ton gemacht sind, hätte ich mir persönlich gewünscht, also ich finde sie ganz, also ich finde sie nicht schlecht, sie sind auch knuffig gemacht, aber da hätte ich mir persönlich gewünscht, dass es echte Steine sind. Also, dass das eingraviert ist oder aufgemalt ist, ist okay, finde ich, weil das ist einfach schwer zu verarbeiten, wenn man echte Material nimmt und Stein zu fräsen. Wie ihr vielleicht von der ein oder andere von meinem Runenvideo kennt, ist schwierig zu fräsen, es ist ein bisschen mühselig, aber mein Mann hat einen Dremel, damit ging das ganz gut. Und deswegen konnte man das, man kann das auch mit dem Messer und so, es dauert halt einfach, aber es geht, ja. Also klar, bevor ich hier so dumm rumfasel, echte Steine oder Holz hätte mir persönlich jetzt besser gefallen, weil es einfach Elementsteine sind und aus Ton, also aus diesem Bastelton, sage ich jetzt mal, ist es jetzt halt nicht so, sage ich mal, wie ich es mir jetzt vorgestellt hätte. Ich hätte mich über Naturmaterialien definitiv mehr gefreut, weil es einfach, ja, es sind Elementsteine, das Natürliche hätte dann dort einfach auch besser zum Thema gepasst. Das war so mein Punkt und
Bei den Elementsteinen würde ich auch den Namen, also ich persönlich würde den Namen nicht hinten drauf schreiben, denn es ist ja ein magisches Werkzeug für Rituale. Da ist es halt irgendwie vielleicht ein bisschen nervig, wenn die schon unterschrieben sind, ja, so vom Flow und so. Aber wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung. Ich bin gespannt auf eure Meinung und so weiter und so fort. Und deswegen, ja, dass die Steinchen ein bisschen unebenmäßig sind, finde ich nicht schlimm, weil wenn man jetzt Naturmaterialien genommen hätte, wäre das, wie in das der Natur auch vorkommt, auch nicht ebenmäßig, ja, weil die Natur ist einfach nicht strikt, deswegen kein Problem. Aber das jetzt mal so zu den Elementsteinchen, was schöner gewesen wäre von mir aus, sag ich mal. Und zu den Räucherkegeln. Räucherkegel an sich finde ich okay, aber ich persönlich benutze eigentlich nie Räucherkegel, ja. Auch ganz, ganz selten, wie heißt das? Die Stäbchen, also die Räucherstäbchen. Ich benutze immer Räuchermischungen oder pure Kräuter zum Räuchern. Also da hätte ich vielleicht so mich über ein kleines bisschen Räuchermischung auch sehr gefreut. Oder halb, ja. Aber weil eben nicht jeder Kegel mag, nicht jeder Räucherstäbchen mag, es ist natürlich immer schwer, den allgemeinen Geschmack zu treffen, natürlich. Ich denke mal, dass sie auch in den anderen Päckchen oder so Räuchermischung drin haben wird, weil die Päckchen sind ja in der Random, es ist ja immer eine Überraschung, was drin ist. Deswegen ist das jetzt einfach meine persönliche Meinung. Aber das kann ja natürlich, wie gesagt, man kann nie den kompletten Geschmack erwischen von dem, der es gerade bestellt hat, weil man kennt diesen Menschen ja nicht so, ja. Das war jetzt mehr so. Räucherkegel, vielleicht steht da einer oder andere drauf. Deswegen ist das jetzt einfach so, was mir besser gefallen hätte. Zu dem Balea Todesmeermaske muss ich sagen, kann sie vielleicht komplett weglassen. Ich meine, sagt mir eure Meinung, aber Balea ist einfach, wie man auch auf dem Logo sieht, die Eigenmarke von DM. Ich weiß nicht, ob sie es mit als Gimmick reingetan hat oder nicht. Es ist halt auch bei einer so Gesichtsmaske, sie ist jetzt hier für unreine Haut. Ich habe zufällig Scheißhaut, ja, deswegen kann ich die jetzt ganz gut benutzen, aber es hat nicht. Also versteht ihr, wenn da jetzt jemand drin ist, der unreine Haut hat, aber dann etwas für normale Haut zum Beispiel drin hat, ja, so jetzt, der kann damit nichts anfangen. Klar, der kann sie weiter verschenken, aber der hat das Paket ja irgendwo vielleicht aber auch für sich gekauft, versteht ihr? Also es ist so ein bisschen, es ist zu random, als dass man jetzt sagen könnte, so und so. Und halt von Balea sollte sie halt vielleicht überlegen, ob sie das. Ja, entweder ob sie die Maske weglässt und vielleicht dafür etwas anderes hinzutut, weil ich weiß nicht, jeder von uns, also wie soll ich das sagen, ja, jeder von uns hat ein DM und jeder weiß nicht, wenn man die Masken benutzt, das sind jetzt kein teures Item oder so, ja, deswegen, und es ist halt nicht individuell anpassbar genug, ja. Räucherkegel oder so, die kann man sich dann einfach auch räuchern, aber bei einer Face-Maske ist es halt, ja, man weiß ja nicht, was der andere für eine Visage hat. Deswegen da vielleicht mal gucken, ob du da vielleicht eine Alternative findest, die du anstatt einer Maske reinmachen kannst oder halt zum Beispiel von mehreren Hauttypen Masken reinlegst, dass derjenige die Wahl hat, was er benutzt und kann die anderen dann aber trotzdem verschenken, hat aber trotzdem noch etwas für sich gehabt. So zum Beispiel, ja, dass du so vier, fünf Masken vielleicht noch mit reinlegst, das wäre auch eine Idee. Dann hast du nämlich immer auch etwas, was man tauschen kann untereinander in der Familie oder so, ne? Das wäre mal so zum einen. Wie gesagt, wenn ihr das gut findet, wenn euch die Idee gefallen hat, dann schreibt es doch in die Kommentare, schreibt eure Meinung, besucht Sandra. Ihr könnt sie auch gerne selbst fragen. Deswegen würde ich sagen, war es das an dieser Stelle. Zu dem Salz und der Creme gibt es eigentlich soweit nichts zu sagen. Finde ich soweit eigentlich ganz cool. Das Einzigste, was noch drauf könnte, meiner Meinung nach, aber da habe ich auch die Berufskrankheit irgendwo, ja, ist eine Ausschreibung der Inhaltsstoffe, weil die stehen hier nicht drauf. Und das sollte halt eigentlich noch draufstehen. Das wäre so einfach ein Tipp, ja, das ist jetzt kein Kritikpunkt so, das ist ein Tipp von mir, schreib die Inhaltsstoffe auf die Sachen drauf, dass du einfach da auch auf der sicheren Seite bist, Sandra, ja. Das so mal nur nebenbei so. Aber ansonsten, schnuckliges Paket, tolles Paket. Meine persönliche Meinung ist ja einfach, ja, habe ich euch gesagt, ist meine persönliche Meinung. Gebt mir euer Feedback dazu und dann bis zum nächsten Mal. Eure Ankara Boda. Ciao.